Ja, schönen guten Abend. Es ist schön, mal wieder echte Menschen in einer Veranstaltung zu sehen. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Veranstaltung mit Lesung und Musik über Kindertransporte aus Frankfurt, Lebenswege von geretteten Kindern. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Projekts Jüdisches Leben in Frankfurt am Main, des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie und der Katholischen Akademie Rabanus Maurus, Haus am Dom. Mein Name ist Andreas Dickerbohm von Gegen Vergessen für Demokratie und ich begrüße hier für die Katholische Akademie für die Hausherrin Daniela Karl-Scheuer, die heute nicht hier sein kann. Mein Dank geht an Angelika Rieber, die für das Projekt Jüdisches Leben die Hauptarbeit für die Organisation dieser Veranstaltung geleistet hat. Ich freue mich, dass Frau Nebel heute wieder, wie vor 3 Jahren, bei der sehr eindrucksvollen Veranstaltung hier im Haus am Dom mit Renata Harris wieder Kompositionen von Siegfried Fürzburger vortragen wird. Ich habe gestern noch mal geblättert in dem wunderbaren Buch über Kindertransporte aus Frankfurt, herausgegeben von Frau Rieber und Frau Lieberts-Groß, und mir den Artikel von Waltraud Giesen über Karl Würzburger, der sich später Kenneth Ward nannte, noch mal durchgelesen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie sich der Austausch von Kenneth Ward und seiner Familie mit seiner Heimatstadt Frankfurt entwickelte, nicht zuletzt durch das Engagement der Wöhler-Schule und mit Frau Giesen. Kenneth Ward hat sich entschieden, nicht in seine Heimat nach Deutschland zurückzukehren. Er ist in England geblieben, England, das ihn und tausende andere jüdische Kinder vor dem fast sicheren Tod rettete. Er hat seinen Bruder Hans und seine Eltern durch den Holocaust verloren. Ich habe mich gefragt, wie würde wohl Kenneth Ward heute denken, wenn er sähe, wie sich der Antisemitismus in Deutschland wieder breit macht. In dem Land, von dem man doch annehmen sollte, dass es durch die historische Verantwortung für immer von Judenhass, vor Judenhass gefeit sein sollte. Das zeigt sich zum Beispiel durch das Attentat in Halle. Oder zuletzt bei Demonstrationen, auch hier in Frankfurt, rund um den Gaza-Konflikt. Aber auch tagtäglich physischer wie auch verbaler Gewalt, sei es, weil Juden Kippa tragen auf dem Fußballplatz oder auf Schulhöfen. Gerade auch deshalb sind solche Lebensgeschichten, wie wir sie heute Abend hören werden, besonders wichtig, denn sie geben uns die Verpflichtung mit, dass wir hier alles tun, dass Juden in Deutschland ihren Glauben ausüben können, angstfrei ausüben können und dass sie sich in unserer Gesellschaft sicher fühlen. Das Programm beginnt mit Frau Nebel, mit einer Komposition von Siegfried Fürzburger, und anschließend wird Frau Rieber einleiten. Vielen Dank. Thank you.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ganz herzlich begrüße ich alle, die heute hierher gekommen sind und auch hier hochgelassen worden sind. Endlich wieder eine Präsenzveranstaltung, wenn auch nur in einem ganz kleinen Rahmen. Ja, oder die zu Hause dieses Konzert und diese Lesung verfolgen. Wir freuen uns, dass das Haus am Dom wieder als Mitveranstalter gewonnen werden konnte. Insbesondere danken wir Daniela Karlscheuer, die heute leider nicht hier sein kann. Es ist wunderbar, dass wir die heutige Konzertlesung hier nicht nur persönlich erleben können, sondern dass sie auch aufgezeichnet wird. Denn so können auch diejenigen, die heute nicht dabei sein können, auch später nochmal daran teilhaben. Ebenfalls möchte ich Andreas Dickerbohm danken vom Verein gegen Vergessen für Demokratie, der nicht zum ersten Mal unsere Vorhaben als Mitveranstalter unterstützt. Etwa 20.000 Kinder konnten nach dem Novemberpogrom 1938 mit den sogenannten Kindertransporten aus Deutschland fliehen. 10.000 Kinder konnten nach Großbritannien entkommen. Aber auch die Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweden, die Schweiz, Palästina und die USA waren an der Rettung jüdischer Kinder beteiligt. Organisiert, unterstützt und durchgesetzt wurden die Kindertransporte von unterschiedlichen Hilfsorganisationen, wie dem Jüdischen Wohlfahrtsverband, der Bnei Brit, der Quäker und andere Organisationen. Wir möchten mit der heutigen Veranstaltung an diese außergewöhnliche Rettungsaktion erinnern, an die Lebenswege der Kinder, an die Schicksale ihrer Angehörigen, wie Renata, die zusammen mit ihrer Mutter Gretel Adler auf dem Foto zu sehen ist, und möchten das Engagement der Menschen würdigen, die die Rettung der Kinder organisiert und unterstützt haben. Ein Team von 7 Autorinnen hat 2018 Biografien von 20 Kindern bzw. Geschwistern und von 3 Helferinnen in dem Buch »Rettet wenigstens die Kinder – Kindertransporte aus Frankfurt am Main« zusammengestellt. Diese Lebensgeschichten gehen nah und berühren. Das ging uns schon beim Schreiben so. 3 der Autorinnen, Waltraud Giesen, Hanna Eckhardt und ich, werden Ihnen heute kurze Ausschnitte aus einigen der Lebensgeschichten vorstellen und Sie vielleicht auch neugierig machen, noch mehr darüber zu erfahren. Im Mittelpunkt des heutigen Abends steht die Familie von Siegfried Würzburger, Organist der Westend-Synagoge, Musiklehrer und Komponist. Nur 2 der Werke des am 19. Oktober 1941 deportierten Komponisten konnte durch eine seiner Schülerinnen, durch Martha Sommer, gerettet werden. Wir freuen uns sehr, dass die Pianistin Angelika Nebel diese eindrucksvollen Orgelkompositionen für das Klavier eingerichtet hat und sind ihr sehr dankbar, dass sie sie heute vorträgt. In Kürze wird sie die beiden Werke von Siegfried Würzburger in einem Studio professionell aufnehmen und später online zur Verfügung stellen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Siegfried Würzburgers Sohn Karl, später Kenneth Ward, konnte mit einem Kindertransport nach Großbritannien entkommen. Sah ich meinen Vater zum ersten Mal in meinem Leben weinen, erinnert sich Kenneth Ward an den Abschied von seiner Familie. Deshalb haben wir diese Aussage auch als Titel unserer Veranstaltung gewählt. Mit ihm und seiner behüteten Kindheit beginnen wir unsere Lesung. Behütete Kindheit Karl Robert Würzburger. Karl Robert wurde am 29. November 1922 in der Friedberger Landstraße 9 geboren und wuchs zusammen mit seinen 3 Brüdern Hans, Walter und Paul in der liebevollen Atmosphäre einer Frankfurter liberalen Musikerfamilie auf. Sein Vater Siegfried, fast blind, lehrte in der Wohnung in seiner eigenen Musikschule, der Musikschule Würzburger,
die Fächer Klavier, Orgel, Gesang, auch Ensemblegesang, Musiktheorie und Komposition. Seit 1911 war er der Organist der Westend-Synagoge und komponierte auch selbst. Er war eine in der Frankfurter Gesellschaft sehr angesehene Persönlichkeit und ein hochgeschätzter Lehrer. Seine Mutter Gertrude, eine Pianistin, gab zu Hause Klavierunterricht und lehrte Religion, Englisch und Französisch an der Holzhausen-Schule. Zusammen gründeten sie die Frankfurter Abteilung von Jugend musiziert. In der Wohnung standen zwei Flügel und eine spezielle Vorrichtung für den Orgelunterricht. Gearbeitet wurde von 10 bis 22 Uhr. Oft saß Karl als kleiner Junge unter einem Flügel und wurde, wenn er Geräusche machte, wie ein Hundebaby hinausgetragen. Den Haushalt führte Omama Amalie Würzburger, Siegfrieds Mutter, die mit der Familie zusammenlebte. Ihre süddeutschen Kochkünste schätzten alle hoch ein. Direkt gegenüber der Wohnung stand das Hessendenkmal in der Friedberger Landstraße. Um den Sockel herum war ein wenig grün. Dort buddelte Karl gerne Löcher in den Sand, als er etwa 6 war und noch nicht zur Schule ging. Das Familienleben war von viel Humor geprägt. Sonntags unternahm die Familie zusammen Ausflüge in den Taunus und ein Neujahr fand traditionell ein temperamentvolles Konzertfest der Musikschüler in der Wohnung statt, wobei die Schüler die Wohnung mit selbstgebasteltem Schmuck dekorierten. Eine der Schülerinnen war die später bekannte Sängerin Nanni Becker, eine andere sehr talentierte Schülerin war Martha Sommer. Auch Siegfrieds musikalisch sehr begabten 4 Söhne, besonders Walter und Karl, zählten zu seinen Schülern. Karl sang vom Blatt und brachte klassische Opernarien und auswendig viele Schumann- und Schubert-Lieder zu Gehör. Seine Leidenschaft war der Gesang. Unter normalen Umständen wäre er Opernsänger geworden. Karl Robert erzählt 1997 Frankfurter Schülern, Zitat: Ich hörte zu Hause viel klassische Musik und besonders viele Opern aus den Gesangsstunden meines Vaters und liebte diese sehr. Mein Vater gab mir ein altes Grammophon, das man aufziehen musste, und viele alte Caruso- und Schillig-Schallplatten, die ich immer wieder spielte. Das Frankfurter Opernhaus war nur um die Ecke von uns und man konnte es von dem Esszimmerfenster aus sehen. Und ich durfte schon mit 10 Jahren allein hingehen und war sehr begeistert von einem dänischen Heldentenor, Helge Roswenge, der dort gastierte und in Turandot, Tosca und Martha sang. Als ich nach Hause kam und davon schwärmte, sang ein Schüler meines Vaters für mich die Arie: Martha, Martha, du entschwandest und mein Glück nahmst du mit dir. Zitat Ende. Karl Robert berichtet auch, dass er gerne schwimmen ging, dass er aber ab 1938 öffentliche Schwimmbäder nicht mehr betreten durfte und deshalb auf seinem Fahrrad die Nidda entlang fuhr, bis er eine Stelle zum Schwimmen fand. Martha Wertheimer, eine Helferin. Wer war diese Frau, mit deren Namen nicht nur für Frankfurt, sondern überregional die Kindertransporte verbunden sind? Eine emanzipierte Frau. Die 1890 in Frankfurt geborene, studierte Geschichte, Anglistik und Germanistik an der Universität Frankfurt und wurde dort die 4. Frau mit dem Grad Dr. Phil. Fast 15 Jahre lang wirkte sie als Journalistin in Offenbach. Daneben schrieb sie Romane, Dramen, Gedichte. Nach ihrem Hinauswurf aus rassischen Gründen war sie beim israelitischen Familienblatt tätig bis zu dessen Verbot Ende 1938 und zuletzt für das jüdische Nachrichtenblatt. Ihre letzte Lebenszeit ist gekennzeichnet von aufopferungsvoller Arbeit, Menschenleben zu retten. Martha Wertheimer war die jüngere Tochter des Bestattungsbeamten der neoorthodoxen Frankfurter jüdischen Gemeinde, der israelitischen Religionsgesellschaft
und einer Schneidermeisterin, beide sogenannte Landjuden, die im Frankfurt des ausgehenden 19. Jahrhunderts die Chance für ein besseres Leben suchten und fanden. Martha nahm alle Chancen, die sich um die vorige Jahrhundertwende einem bildungshungrigen, neugierigen Mädchen boten, wahr. Das bedeutete nach dem Lehrerinnenseminar ein Hochschulstudium. Sie war in Frankfurt die Vorsitzende der Studentinnenvereinigung. Das bedeutete nach dem Ende des Ersten Weltkrieges leidenschaftliches Engagement für das Frauenstimm- und Wahlrecht. Das bedeutete Pionierarbeit im Jungen Rundfunk, dem Südwestdeutschen Rundfunk. Das bedeutete einen heterogenen, spannenden, großen Freundeskreis, der von Schauspielern, Literaten und bildenden Künstlern zu jüdischen Reformtheologen, Pädagogen, Politikern reichte. Unermüdlich forderte sie in ihren Zeitungsartikeln Frauen zur Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben auf und lebte dies selbst vor. Eine typische emanzipierte Frau der Weimarer Zeit, sportlich. Schwimmen, Fechten, Bergwandern war ihre Passion. Lebenslang wohnte sie mit ihrer ebenfalls berufstätigen und auch ledigen Schwester Lydia zusammen. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Schlagfertigkeit waren ebenso gut entwickelt wie ihre Empathie und ihre menschliche Hilfsbereitschaft. In der Zeit der Verfolgung nach 1933 vertiefte sich ihre jüdische Identität, nachdem sie in den 1920er Jahren eine tiefe Glaubenskrise durchschritten hatte. Selbst kinderlos suchte und fand sie innige Verbindung mit Kindern und Jugendlichen, gab Wochenendseminare in Hachschara-Einrichtungen und fand kurz vor dem bitteren Ende der Deportation in den Tod im Juni 1942 noch Zeit und Kraft, sonntags den jungen Leuten der jüdischen Anlernwerkstätte im Frankfurter Ostend Unterricht zu erteilen. Es gibt von Martha Wertheimer keinen Nachlass, doch lässt sich ihr Leben und Wirken anhand ihrer Schriften, ihrer Korrespondenzen und auch anhand einiger aktenmäßiger Überlieferungen nachvollziehen. Eine große Frankfurter Persönlichkeit, der Erinnerungsarbeit, Würdigung und Dankbarkeit gebühren. Karl Robert Würzburger, erzwungener Schulwechsel. 1997 erinnert er sich in Frankfurt. Zitat: Als ich 10 Jahre alt war, war ich über Nacht plötzlich nicht mehr gleichberechtigt. Meine Freunde zogen sich langsam von mir zurück, nicht sofort, aber allmählich. Über Nacht war ich nicht mehr derselbe. Ich war in einer Schule mit jüdischem und katholischem Religionsunterricht. Das war der einzige Unterschied zwischen uns. An dem Tag, als Hitler an die Macht kam, war es plötzlich ganz anders. Es ist sehr schwer für ein 10-jähriges Kind, wenn alle seine Freunde auf einmal in die Hitlerjugend gehen und Uniformen tragen und es ist selbst ausgeschlossen. Zitat Ende. An Ostern 1933, 3 Monate nach Hitlers Machtergreifung, wechselt Karl Robert von der Grundschule der Schwarzenbergschule auf das städtische Wöhler Realgymnasium. Der neue Geist setzt sich sofort an der Schule durch. Karl Robert erlebt, dass ein vorgesehener jüdischer Klassenlehrer nach Ostern 1933 durch einen nichtjüdischen ersetzt wird und dass seine Klassenkameraden in das Jungvolk der Hitlerjugend eintreten. Er erlebt auch, wie an der Schule die Hakenkreuzfahne gehisst wird und wie er mit den anderen Schülern im Schulhof stehend, mit erhobenem rechten Arm Deutschland, Deutschland über alles und das Horst-Wessel-Lied singen muss. Er selbst wird an der Schule mit wenig Antisemitismus konfrontiert. Er fühlt sich geduldet, aber echte Freunde bleiben ihm kaum. Am 29. Februar 1936 wird der einzige andere jüdische Junge in seiner Klasse von Anfang 7 so schwer auf dem Schulhof verprügelt, dass er nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr in die Schule zurückkommt. Nach Hitlers Machtübernahme entschuldigt sich in Frankfurt nie jemand bei ihm, auch sein bester Freund damals nicht und schon gar nicht die Inhaber der Konditorei gegenüber seinem Haus, als diese ihr Schild aufhängen:
Juden sind hier unerwünscht. Die Würzburger seien ja nicht gemeint, dass sie immer gute Kunden gewesen seien. Karl Robert erinnert sich, Zitat: Ich ging in das Wöhler-Gymnasium, wurde langsam immer mehr abgesondert, aber immer noch einigermaßen freundlich behandelt. Ein sehr guter Freund von mir lud mich ab 1934/35 nicht mehr zu seiner Geburtstagsfeier ein, weil es für ihn schwierig war. Aber er machte eine extra Geburtstagsfeier für mich und einen halbjüdischen Freund. Diese Sachen haben doch ziemlich stark auf mich eingewirkt. Zitat Ende. Anfang 1936 erhalten seine Eltern die Aufforderung, ihn von der Schule abzumelden. Er verlässt als letzter verbliebener jüdischer Schüler am 8. Juli 1936 das Wöhler Realgymnasium. Zu Karl Roberts Erstaunen steht in seinem Abgangszeugnis der Untertertia, Zitat: Würzburger verlässt unsere Schule, um das Philanthropen zu besuchen. Wir entlassen ihn mit den besten Wünschen für seine Zukunft. Zitat Ende. Es ist unterschrieben von Oberstudiendirektor Paul Jung, einem überzeugten Nationalsozialisten. Zitat: Im Philanthropien wurde ich von Direktor Dr. Otto Driesen mit den Worten begrüßt: Ah, Würzburger, hier kommt der letzte Mohikaner. Willkommen an unserer Schule. Zitat Ende. Schon zwei Jahre später, nach dem Novemberpogrom 1938, ist die Philanthropienzeit für ihn zu Ende. Ich konnte die Kinder nicht alleine lassen. Hertha Mayer. 1937 eröffnete der Landesverband israelitischer Religionsgemeinschaften die jüdische Bezirksschule in Bad Nauheim. Dort war Hertha Mayer als Lehrerin beschäftigt. Eine eigene Schule für Kinder aus den hessischen Landgemeinden war notwendig geworden, weil den jüdischen Kindern zunehmend der Zugang zu den öffentlichen Schulen verwehrt wurde. Einige waren zeitweise keinem geregelten Schulbesuch mehr nachgekommen. Das Besondere der Schule, so Hertha Mayer, war es, den Kindern, die zum Teil traumatische Erfahrungen gemacht hatten, zu helfen und ihnen neuen Mut und Kraft zu geben. Nur wenige konnten über das sprechen, was ihnen angetan wurde. Die Kinder waren verängstigt. Hertha Mayer sah somit eine wichtige Aufgabe darin, wieder Vertrauen aufzubauen. Wir haben sie oft frei sprechen lassen. Sie sollten erzählen, was sich ereignet hat. Die Schule sollte ein Schutzraum sein, der die Jugendlichen auffangen und ihnen Raum zur Entfaltung bieten sollte. Am 9. November 1938 endete diese Zeit des Atemholens. Die Männer wurden verhaftet, die übrigen Bewohner des Heims bedroht und die Schule verwüstet. Am Morgen des 10. November 1938 wurden die Kinder und ihre Betreuerinnen von Nazi-Horden aus der Schule herausgetrieben. Hertha Mayers Sorge galt den Kindern, die völlig verunsichert waren. Jedes Kind wollte jemanden an der Hand haben. Schade, dass ich nicht genug Hände hatte. Die Kleinen wollten sich an mir festklammern. Aber sie bemerkte auch, dass viele der größeren Kinder Stärke und Verantwortungsbewusstsein zeigten. Die größeren Kinder haben, ohne dass man es ihnen sagte, die Kleinen an die Hand genommen. Einer sagte, und das hat mich besonders berührt: Weint nicht, sie sollen sich nicht an unseren Tränen freuen. Bleibt stark. Sie wollten stark und stolz sein. Die Gruppe aus der jüdischen Bezirksschule wurde zum Polizeipräsidium in Bad Nauheim geführt. In der Zwischenzeit wütete der Mob in der Schule und zerstörte unersetzbare Gegenstände.
Besonders schmerzhaft waren die Erinnerungsstücke, darunter ein Album, in das jedes Kind etwas hineingeschrieben und ein Bild eingeklebt hatte. Der Zerstörungstrupp hatte es einfach zerrissen. Nach dem Novemberpogrom hatte man das Gefühl, man weiß nicht mehr, was vorgeht. Es gab kein sicheres Gefühl mehr. Wie geht man mit den Kindern um? Die Kinder erzählten, ihr Bruder oder Vater sei verhaftet worden, erfuhren von der Zerstörung der elterlichen Geschäfte oder Wohnung. Das Novemberpogrom hatte alle verunsichert. Jeder kämpfte darum, so schnell wie möglich aus Deutschland herauszukommen. Hertha Meyer hatte bereits ein Visum, wollte jedoch nicht gehen, ohne den Kindern geholfen zu haben, zu fliehen. Aber ich wollte die Kinder nicht alleine lassen. Sie blieb noch weitere 9 Monate in der Schule. Unter großem Zeitdruck begann nun die Rettung der Kinder ins Ausland. Nach Kräften bemühte sich Hertha Meyer, so viele Kinder wie möglich in Sicherheit zu bringen. Eine der schwersten Aufgaben war es für sie, die Eltern zu überzeugen, sich von ihren Kindern zu trennen und sie gehen zu lassen. Sie versuchten den Kindern die Trennung von den Eltern und Geschwistern so erträglich wie möglich zu machen. Und wie haben die Kinder reagiert? Manche haben natürlich geweint. Sie wollten nicht gehen und sagten, ich will bei meinen Eltern bleiben. Manche haben versucht, es zu verstehen. Die Älteren haben verstanden. Die Boote zu füllen, soweit wir welche haben. Martha Wertheimer war 1936 nach Berlin gegangen, als Kulturredakteurin des israelitischen Familienblattes und als Mitarbeiterin der Reichsvereinigung, und schicksalhaft war sie zum Zeitpunkt der Pogromnacht 1938 besuchsweise in Frankfurt. Sie stellte sich der Gemeindearbeit zur Verfügung, betreute zeitweise das Waisenhaus im Röder Bergweg und war alsbald als Jugendfürsorgerin mit der Organisation der Kindertransporte für ganz Süd- und Südwestdeutschland befasst. Darüber schrieb sie an ihren emigrierten guten Freund Siegfried Guggenheim, ehemals Gemeindevorsitzender in Offenbach: Meine Sprechstunde, wir hausen in einem Schulsaal der ehemaligen israelitischen Volksschule auf dem Röder Bergweg in einem Raum zu 5. 3 Maschinen klappern und 2 Telefone sind zu bedienen. An 2 Schreibtischen ist Beratung der Petenten. Man sieht 3-mal die Woche einen Durchschnitt von 50 Petenten. Ich beginne morgens Schlag 8 Uhr, arbeite ohne Pause bis 5 Uhr durch, diktiere zwischen den Sprechstunden eine Unmasse Post und kann abends um 8.30 Uhr die Augen nicht mehr offen halten. Zitat Ende. Die Kindertransporte kurzfristig auf den Weg zu bringen, war eine organisatorische Meisterleistung. Zunächst stand einmal eine Menge Bürokratie, sowohl vor den Familien als auch den Helfern. Über Auslandskontakte mussten Unterbringungsplätze für die Kinder gefunden werden. Großbritannien hatte für ca. 10.000 Obdach angeboten, andere europäische Länder wie die Niederlande, Belgien, Schweden, die Schweiz, jeweils auch etliche hundert. Die genehmigten Kinder und Jugendlichen, die Altersgrenze war unter 18, der Altersspielraum war zwischen Kleinkind und knapp 18 Jahren, erhielten eine Permit-Nummer auf einer Karteikarte mit einem Passfoto. Diese Nummer wurde den jüdischen Kultusgemeinden übermittelt. Das reisende Kind hatte sie auf einem Pappschild um den Hals zu tragen. Die Reservierung der Zugplätze oblag der Gemeinde, die Reisekosten trugen die Eltern. Nach Erledigung der Formalitäten erhielten die Familien die Mitteilung über das Abreisedatum. Meist war das binnen weniger Tage. Erlaubt war die Mitnahme eines Koffers, eines Stückchens Handgepäck und 10 Reichsmark. Der erste von Martha Wertheimer zusammengestellte Kindertransport verließ am 4. Januar 1939 Frankfurt in Richtung Niederlande. Martha Wertheimer hat in einem berührenden Artikel das Packen und Abschiednehmen beschrieben, das notwendige Verzichten der Kinder auf liebgewordene Dinge.
Die Unsicherheit, was sie in der Fremde erwarten würde. Viele Kinder fühlten sich weggeschickt, verbannt, abgelehnt. Der Abschied von den Eltern musste in der Bahnhofswartehalle stattfinden. Am Bahnsteig durfte es nicht zu herzzerreißenden Szenen kommen. Martha Wertheimer als Organisatorin und Begleiterin war dafür verantwortlich. Sie selbst, wie auch die anderen Reisebegleiter, hatten sich verpflichten müssen, nach Ablieferung der Kinder nach Deutschland zurückzukehren. Ansonsten wären die Transporte eingestellt worden. Die süd- und südwestdeutschen Kinder verließen Deutschland mit dem Zug, vorwiegend in Richtung Hoek van Holland. Dann ging es mit dem Schiff nach Harwich. Die deutschen Grenzkontrollen gerieten teilweise schikanös. Erst nach der Passage durch die Niederlande mittels kollektiver Transitvisa konnten die Kinder etwas durchatmen. Im Ankunftsland wurden sie dann auf schon gebuchte Pflegefamilien verteilt, beziehungsweise, falls das nicht der Fall war, in Heimen untergebracht. Manche der Kinder trafen es gut, andere wurden als unbezahlte Arbeitskräfte ausgenutzt, es kam zu Kollisionen bei der religiösen Ausrichtung, es kam auch zu Schwierigkeiten mit Kindern der Pflegefamilien und so weiter. Karl Robert Würzburgers Abschied von den Eltern. Als er am 10. November 1938 morgens auf dem Weg zur Schule vor der beschädigten Westend-Synagoge steht, in der er 2 Jahre zuvor seine Bar Mitzwa gefeiert hatte, ist ihm klar, dass er Deutschland verlassen muss. Seine Mutter hat ihm vorausschauend seit 2 Jahren Englischunterricht erteilt, zusätzlich zum Schulunterricht, wie sie auch anderen zur Emigration Entschlossenen Englisch und Französisch beibringt. Er beginnt eine Koch- und Hotelierslehre in der Pension Schild, um für die Auswanderung gerüstet zu sein. Den Juli 1939 verbringt er in einem Harscherer Lager in Brandenburg zur Vorbereitung auf das Leben in Palästina. Doch nach Beendigung dieses Kurses erhalten seine Eltern den Bescheid der jüdischen Wohlfahrtspflege Frankfurt am Main, dass er für den Kindertransport am 24. August 1939 nach England vorgesehen sei. Eine lebensrettende Chance. Seine Mutter ist eine Frau, die allein ohne ihren sehbehinderten Mann sehr weite Reisen und Kreuzfahrten unternommen hat. Sie kennt England und schwärmt von den freundlichen Menschen dort, vom Weißbrot und dem warmen Kartoffelsalat. Sie gibt ihm viele wohlmeinende Ratschläge, vor allem immer dankbar und höflich zu den Menschen in England zu sein und oft zu schreiben, aber vorsichtig wegen der Briefkontrollen. Der letzte Tag zu Hause bleibt immer in seiner Erinnerung. Zitat: Wir sagten uns zu Hause auf Wiedersehen, weil nur meine Mutter mich zum Bahnhof begleiten durfte. Ich sang zum letzten Mal die Schlussarie Mama aus Mascagnis Oper Cavalleria Rusticana, den Abschied von der Mutter. Und als ich geendet hatte und mich umdrehte, sah ich meinen Vater zum ersten Mal in meinem Leben weinen. Zitat Ende. Karl Robert ist 16 Jahre alt, als er am Frankfurter Hauptbahnhof von seiner Mutter Abschied nimmt, nicht am Bahnsteig, sondern in der Bahnhofshalle am Beginn des Bahnsteigs. Nur das ist genehmigt. Dass er weder sie, noch seinen blinden Vater, noch seinen asthmakranken Bruder Hans wiedersehen wird, weiß er nicht. Wegen ihrer Leiden erteilt ihnen kein Land Visa, die Mutter will bei ihnen bleiben. Karl Robert erinnert sich 1998, Zitat: Meine Mutter kam mit zum Zug, durfte aber nicht mit auf den Bahnsteig gehen. Ich stieg in den Zug mit vielen anderen Kindern, die ich nicht kannte. Ich durfte aus dem Fenster schauen und sah meine Mutter an der Sperre stehen und konnte sehen, dass sie weinte. Mehrere SS-Männer in ihren Uniformen und kniehohen ledernen Reitstiefeln marschierten hin und her und verschlossen die Türen meines Waggons. Als der Zug den Bahnhof verließ, konnte ich meine Mutter an der Sperre stehen sehen und mit einem Taschentuch winken.
Ich weiß sogar noch, an welchem Eisenpfosten sie im Hauptbahnhof stand. Es ist heute noch schwer für mich, da vorbeizugehen. Es ist doch seltsam, dass man das nicht vergisst. Zitat Ende. Der Kriegsbeginn verhinderte den Kindertransport. Margot Sommer. Margot ist eine Cousine von Martel Sommer, der Lieblingsschülerin von Siegfried Würzburger, die die zwei Kompositionen ihres Lehrers retten und in den 90er Jahren der Familie zurückgeben konnte. Margots Mutter starb 1937. Ihr Vater, Ernst Sommer, war nun Witwer und hatte zwei Kinder zu versorgen. Um seinen Sohn eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen, wurde Helmut Anfang 1939 nach England geschickt. Als amerikanischer Soldat kehrte er wieder nach Deutschland zurück und beteiligte sich an den Verhören deutscher Kriegsgefangener. Doch seine Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seinem Vater und der Schwester Margot erfüllten sich nicht. Mitte 1939 bemühte sich Ernst Sommer darum, auch die Tochter Margot mit einem Kindertransport nach England zu bringen. Alles war vorbereitet, der Antrag auf Mitnahme von Umzugsgut ausgefüllt und am 27. August 1939 unterschrieben. Martha Wertheimer bestätigte mit ihrer Unterschrift, dass Margot Sommer als Teilnehmerin eines von der jüdischen Wohlfahrtspflege vorbereiteten Kindertransports angemeldet war. Der Eingang des Antrags wurde von der jüdischen Gemeinde am 1. September 1939 bestätigt und an die dafür zuständige Oberfinanzdirektion weitergeleitet, am Tag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen. Zwei Tage später, am 3. September 1939, erklärte Großbritannien Deutschland den Krieg. Die geplanten Kindertransporte, die Margot Sommers Leben hätten retten können, waren nun nicht mehr möglich. Trotz aller Bemühungen gelang es Ernst und Margot Sommer nicht mehr, Deutschland rechtzeitig zu verlassen. Margot wurde im Mai 1942 nach Izbica deportiert, einer Kleinstadt im Distrikt Lublin, die als Durchgangsghetto eingerichtet worden war. Ernst Sommer wurde am 15. September 1942 nach Theresienstadt verschleppt und später nach Auschwitz. Vor ihrer Deportation hatte Margot Sommer noch einer Bekannten ein Medaillon mit einer Fotografie ihres Bruders anvertraut. Margot hatte dieses Medaillon immer getragen und Emmy Leiser, die Bekannte, gebeten, den Bruder ausfindig zu machen und es ihm zu geben. Jahrelang versuchte sie, Helmut zu finden. Schließlich gelang es ihr durch das Buch »Dass wir nicht erwünscht waren«, in dem Martha Sommer porträtiert ist, Martel Sommer ausfindig zu machen, die wiederum den Kontakt zu Helmut Sommers Witwe herstellte. So konnte Emmy Leiser das Medaillon 1995, mehr als 50 Jahre später, der Familie überreichen. Heute besitzt Helmuts Tochter Leslie das Erinnerungsstück an ihre Tante Margot, die sie nie kennenlernen durfte. Zurzeit geht es nur noch nach den USA. Martha Wertheimers Schilderungen ihrer Kinderrettungsarbeit in ihren Briefen an Siegfried Guggenheim sind eine kostbare Quelle, etwas über die Vorbereitungen, den Verlauf, die Schwierigkeiten in der Frage der Kindertransporte zu erfahren. Wir beginnen unsere Arbeit um 11 Uhr des ersten Tages und beenden sie um 14.30 Uhr am folgenden. Denn es ist eine Einwanderung von jedes Mal ca. 120 Kindern, die wir mitbringen, mit denen wir drei Grenzen passieren und die wir dem Arzt und den Einwanderungsbehörden einzeln vorzustellen haben.
Nach diesem Dienst haben wir 2 Tage Gastfreundschaft in einem elenden kleinen Hotel, das uns das Komitee bezahlt, kein Geld als unsere 17 Schillinge, die wir mitnehmen dürfen, und jedes Telefongespräch ist ein Opfer, geschweige denn Metropolitan-Fahrten nach Hampstead. Am 3. Tag fliege ich dann schon wieder zurück, weil ich schon wieder neuen Transport vorzubereiten habe. Es geht ja bei mir um alle süddeutschen und südwestdeutschen Kinder, die zur Verschickung kommen. Der ersten im Januar 1939 ausgereisten Gruppe folgten im März, April, Mai und August weitere, teilweise mehrere hundert Kinder umfassend. Der Kriegsbeginn am 1. September 1939 brachte den Kindertransporten ein abruptes Ende. Ein einziges Schiff erreichte im Frühjahr 1940 noch die englische Küste. Eine allerletzte Möglichkeit bestand nur noch für kurze Zeit, wie einem Brief an Siegfried Guggenheim zu entnehmen ist. Die Arbeit? Die gleiche wie im Sommer. Ich versuche, Kinder zu verschicken und zurzeit geht es nur noch nach USA. Viel Arbeit, aber auch wieder lohnend. Im Dezember 1941, mit dem Kriegseintritt der USA, war auch hiermit Schluss. Die letzte religiös-musikalische Weihestunde im Jahr 1941. Karl Roberts Vater Siegfried Würzburger verlor nach 1933 viele seiner nicht-jüdischen Schüler. Er konzentrierte sich auf eine rege Konzerttätigkeit als Orgelvirtuose und auf das Komponieren. Von seinen zahlreichen Kompositionen sind nur 2 erhalten geblieben. Zum einen die Passacaglia über Maus Zur, die Frau Nebel eingangs gespielt hat. Maus Zur ist ein Chanukka-Lied, das am ersten Abend von Chanukka in der Synagoge gesungen wird oder nach dem Lichteranzünden im Haus. Die 2. gerettete Komposition ist die Passacaglia und Fuge über Kol Nitre. Kol Nitre ist eine traditionelle Melodie, die am Vorabend von Yom Kippur rezitiert wird. Nach der Beschädigung der Westend-Synagoge am 10. November 1938 und der Zerstörung der Orgel konnten dort keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Seit 1911 hatte Siegfried Würzburger auf dieser Orgel gespielt, 27 Jahre lang. Wie erschüttert muss er gewesen sein. Stattdessen wurden nun die Gottesdienste in der Aula des Philanthropiens abgehalten. Am 8. Juni 1941 fand dort die letzte religiös-musikalische Weihestunde der liberalen jüdischen Gemeinde statt, im Rahmen eines Nachmittagsgottesdienstes. Im jüdischen Nachrichtenblatt hieß es damals dazu, Zitat: Von Siegfried Würzburger hörte man am Flügel seine eigene Komposition Passacaglia und Fuge über Kol Nitre, eine in Erfindung und polyphoner Gestaltung eindrucksstarke Fantasie, die der Komponist mit souverän pianistischem Können und mächtigem Temperament zur Wiedergabe brachte. Zitat Ende. Für die Besucher dieser letzten Weihestunde war es ein Abschied in einer hoffnungslosen Zeit. Viele ahnten, dass Schreckliches auf sie zukommen würde, nach 8 Jahren der Ausgrenzung, Verfolgung und Erniedrigung. Mit den Musikdarbietungen versuchten sie, ihre Würde zu bewahren. Der Historiker Arno Lustiger schrieb 2006, Zitat: Siegfried Würzburgers Orgelkomposition über das heiligste Gebet der Juden am Yom Kippur-Tag, Kol Nitre, kann als Aufruf zum göttlichen Beistand in der tödlichen Gefahr gedeutet werden. Zitat Ende. Wir hören jetzt die Passacaglia über Kol Nitre. Thank you.
Verschleppt nach Lodz, Siegfried Würzburger. Vor fast 80 Jahren fand am 19. Oktober 1941 die erste Deportation von Frankfurter Juden statt. Über 1000 Menschen, vor allem aus dem Westend, wurden nach Lodz in das von den deutschen Besatzern errichtete Ghetto deportiert. Unter diesen unglücklichen Menschen waren auch Siegfried Würzburger, 64 Jahre alt, seine Frau Gertrude und sein ältester Sohn Hans. Siegfried Würzburger Schüler Friedrich Schaffranek erlebte die Deportation so. Zitat von 1994. Mitte Oktober wurde bekannt, dass eine Umsiedlung bestimmter Frankfurter Juden sein solle. Dies geschah auch am Sonntag, dem 19. Oktober 1941, als gegen 7 Uhr bei uns in der Lehrbachstraße 10 die Gestapo vor der Tür stand und uns aufforderte, 2 kleine Koffer pro Person zu packen und innerhalb einer Stunde abmarschbereit zu sein. Mein Vater musste auch noch ein Papier unterschreiben, dass er sich als Volksfeind erkläre und sein Hab und Gut dem Dritten Reich überlasse. Dann kam der klägliche Marsch zur Großmarkthalle. Diese Behandlung dort, besonders den Frauen gegenüber, ist ja wohl bekannt. Zitat Ende. Friedrich Schaffranek, übrigens auch ein Wöhler-Schüler, war mit seinen Eltern und seinem Bruder Herbert im gleichen Zug, einem normalen Personenzug, wie die Familie Würzburger.
Beide Familien wurden in Lodz in ein Schulhaus einquartiert. Dort starb Sigrid Würzburger nach 4 Monaten am 12. Februar 1942 an Hunger und Entkräftung im Beisein von Fritz Szafranek, der damals 16 Jahre alt war und der Auschwitz überlebte. Erst 1999 traf er Karl Robert Würzburger, der jetzt Ken Ward hieß, und konnte ihm vom Tod seines Vaters berichten. Gertrude Würzburger wurde am 3. Mai 1942 im Vernichtungslager Chełmno-Kulm vergast. Über das weitere Schicksal von Hans, 1911 geboren und von Beruf Kaufmann, ist nichts bekannt. Auch Friedrich Szafranek verlor seine Eltern und seinen Bruder Herbert. Kenneth Ward und Friedrich Szafranek pflanzten 1999 im Memorial Rose Garden in Beth Shalom Holocaust Memorial Center in England gemeinsam weiße Rosen zum Gedenken an ihre Angehörigen. Letzten Endes haben alle diese Kinder Hitler und die Verfolgung überlebt. Es gibt nur wenige authentische Zeugnisse von Kindern, die ihre Rettung Martha Wertheimer verdanken. Etliche derjenigen, mit denen ich in den 1990er Jahren noch Kontakt aufnehmen konnte, teilten mir mit, dass sie von der Situation derart überrumpelt waren, dass sie keine Wahrnehmung für die Personen hatten, die sie auf dem Weg in die Fremde begleiteten. Die Kinder erlebten sehr unterschiedliche Schicksale, von liebevoller Aufnahme bis zum Herumgeschubst und ausgenutzt werden. Die Spätfolgen, die als Kleinkinder verschickten, fühlten sich verstoßen. Die Älteren litten unter bitteren Schuldgefühlen, dass sie ihre Eltern und Verwandten nicht vor den Nazis hatten retten können, waren riesengroß. Selbst wenn sich Familien, was selten vorkam, wiederfanden, waren die Begegnungen sehr schwierig. Die Kinder zwischen zwei Familien, zwei Kulturen, zwei Lebenswelten hin und her gerissen, die Eltern bitter enttäuscht, dass vor ihnen sozusagen fremde Kinder standen. Martha Wertheimer hätte vermutlich den Satz unterschrieben, den der tschechische Organisator der Kindertransporte, Nikolaus Winton, einmal formulierte. Letztendlich haben alle diese Kinder Hitler und die Verfolgung überlebt. Die meisten jedoch um einen hohen Preis. Es gab auch etliche Suizide in den Nachkriegsjahren. Martha Wertheimer selbst hat nicht überlebt. Sie hatte ihre letzten Kräfte ins Spiel gebracht, anderen zu helfen, doch ihr und ihrer Schwester Lydia gelang dort trotz großer Anstrengung die Auswanderung nicht. Anlässlich eines Kindertransports in England Zuflucht zu suchen, war ihr, wie gesagt, verwehrt. Ihrer Schwester Lydia, einst Chefsekretärin in der Metallgesellschaft in Frankfurt, war der Pass entzogen worden. Sie hätte im Ausland interna über das nun kriegswichtige Unternehmen des Feindes mitteilen können. Versuche, noch in die USA oder gar nach Shanghai zu entkommen, scheiterten. Zuletzt waren die beiden in ein Ghettohaus in der Fürstenberger Straße eingewiesen. Im Jahr zuvor hatte eine englische Sprengbombe das Haus in der Beethovenstraße, in dem sie wohnten, zerstört und Martha einen längeren Krankenhausaufenthalt eingebracht. Schließlich hatte die Gestapo Martha noch für eine ausgesprochen widerliche, belastende Aufgabe ausersehen. Als Mitarbeiterin der Gemeinde hatte sie anlässlich der großen Deportationen aus Frankfurt die Opfer über das Prozedere des Aufbruchs in den Untergang zu informieren. Für den 10.11. Juni 1942 dann standen sie und ihre Schwester selbst auf der Liste. Der Zug mit über 1000 Juden aus Frankfurt und Wiesbaden ging über Izbica nach Sobibor. Womöglich hat sie unterwegs ihrem Leben mit Gift ein Ende gesetzt, wie sie es Freunden zuvor als Möglichkeit angedeutet hatte. Sie wurde 51 Jahre alt. Mein geliebtes Kind, letzte Briefe. Renate wurde 1929 in Frankfurt geboren, als Tochter von Gretel und Alfred Adler.
Sie erinnert sich an eine unbeschwerte Kindheit in Frankfurt. Zu ihrer Mutter hatte das Mädchen ein besonders inniges Verhältnis. Nach dem Novemberpogrom 1938 endete diese glückliche Kindheit. Man wird zu Erwachsenen über Nacht, sagte sie. Alfred Adler wurde verhaftet und nach Buchenwald verschleppt. Wochen später kam er als gebrochener Mann zurück. Renate hatte ihren Vater bei der Rückkehr aus dem Lager kaum wiedererkannt. Alfred Adler konnte im April 1939 nach England fliehen. Seiner Tochter Renate gelang es am 26. August 1939 mit einem von der jüdischen Wohlfahrtspflege organisierten Kindertransport Deutschland verlassen. Nur wenige Tage vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, mit dem keine weiteren Kindertransporte nach England mehr möglich waren. Gretel Adler brachte ihre Tochter zum Hauptbahnhof, wo sie Abschied voneinander nehmen mussten. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Mit diesen Worten machte sie ihrer Tochter Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Der Kriegsbeginn vereitelte die geplante Flucht aus Deutschland. Renates Abschied von ihrer geliebten Mutter im August 1939 wurde ein Abschied für immer. Der Hauptbahnhof ist der Ort, den Renate Harris, wie sie heute heißt, mit der Trennung ihrer Mutter verbindet. Ich habe nur eine einzige schlimme Erinnerung an Frankfurt, den Hauptbahnhof. Da habe ich die Mama zum letzten Mal gesehen. Zahlreiche Briefe zeigen, wie einsam sich ihre Mutter fühlte. Am 30. April 1940 schrieb sie ihrer Tochter: Mein geliebtes Kind, mit großer Freude erhielt ich heute deinen lieben Brief, gerade als Tante Olga da war. Wir freuten uns sehr mit deinen lieben Grüßen. Morgen werde ich all deine Grüße an alle Freunde bestellen. Gerne hätte ich mit euch einen Spaziergang gemacht. Hoffentlich hat Papi ein Bildchen von dir gemacht, damit wir später auch sehen und wissen, wie du, mein Butschili, jetzt aussiehst. Ja, Renata, bald wirst du 11 Jahre. Vielleicht feiern wir zusammen. Wenn nicht an deinem Geburtstag, dann hoffentlich an meinem. Bleib weiter gesund, mein kleiner Goldschatz, und sei innig umarmt und zärtlich geküsst von deiner treuen Mami. Kurz vor der Deportation schrieb Gretel Adler noch einen letzten Brief an ihre Schwester Hertha, die nach Brasilien ausgewandert war. Frankfurt am Main, 10.06.42, mittwochs früh, 6 Uhr. Geliebtes Hertelchen, in einigen Stunden muss ich die Heimat verlassen. Es geht nach dem Osten. Wohin? Noch unbestimmt. Ob es noch ein Zurück gibt, ich weiß es nicht. Wir stehen in Gottes Hand und nur der Wunsch allein, Mann und Kind wiederzusehen, hält am Leben. Es ist ein hartes Los, das mich trifft, diesen Gang allein zu machen. Und doch bin ich froh, dass ihr dies Schwere nicht miterleben müsst. Bleibe mit Fred in Verbindung. Und vergiss nicht mein einziges Kind. Ich wünsche euch alles Gute, meine Geliebten, und umarme und grüße und küsse euch innigst als eure euch zärtlich liebende, treue Schwester Grete. Rückkehr als Soldat der Alliierten, Kenneth Ward. Als Karl Robert Würzburger im November 1941 durch einen Brief seiner Tante in den USA erfährt, dass seine Eltern und sein Bruder deportiert worden waren, meldet er sich als Freiwilliger zur britischen Armee. Aus Karl Robert Würzburger wird Kenneth R. Ward. Einen Tag nach dem D-Day, am 7. Juni 1944,
landet er mit seiner Panzereinheit in der Normandie. Er hatte die feste Absicht, keine Gefangenen zu machen, sondern sie auch aus Rache für seine Eltern zu erschießen. Als er jedoch nach 2 Tagen seinen ersten deutschen Soldaten festnimmt, der schmutzig und nass aus einem Gebüsch kroch, bereitet er ihm eine Tasse Tee zu. Auf seinem Vormarsch nach Hamburg überlebt er den Beschuss von 4 Panzern. Bei Brüssel trifft er Anfang September 1944 zufällig seinen Bruder Paul Würzburger wieder, der in der jüdischen Brigade der britischen Armee kämpfte und von Palästina kommend gerade eingetroffen war. Die beiden Brüder können sich nach 5 Jahren kurz in die Arme fallen. Von Juni 1945 bis 1948 arbeitet Kenneth bei der britischen Militärpolizei in Berlin als Chefdolmetscher bei einer Abteilung, die sich mit Verbrechen britischer Militärangehöriger und mit Verbrechen Deutscher gegen das britische Militär befasste. Ken sagte 1997 vor Schülern in Frankfurt, Zitat: Wir sind von der Normandie bis Hamburg durchgestoßen. Ich hatte sehr großes Glück. Ich habe es überlebt. Die meisten von uns nicht. Wir haben gekämpft, nicht gegen Deutschland, sondern gegen Narzissmus. Das ist, was Sie wissen müssen. Das ist sehr wichtig. Wir mussten doch den Narzissmus bekämpfen und zerstören. Es ist glücklicherweise auch gelungen. Zitat Ende. Felix Weil wurde 1927 in Frankfurt geboren. Er verließ Deutschland im August 1939 als 12-Jähriger. Er erzählt: Am Abreisetag sah ich meine Mutter am Morgen weinend an meinem Bett sitzen. Für mich war die Sache eher ein Abenteuer, auf so eine lange Reise in ein fremdes Land zu gehen. Natürlich habe ich in diesem Moment nicht realisiert, dass ich meine Familie nie wiedersehen würde. Am frühen Morgen des 10. August 1939 brachten mich meine Eltern zum Hauptbahnhof, zu diesem Zug mit Hunderten von Kindern. Ich habe immer noch vor Augen, wie meine Eltern und meine Schwester auf dem Bahnsteig stehen, als wir abfuhren, also vor dem Bahnsteig. Für meine Eltern muss es dramatisch gewesen sein. Für mich war es einfach aufregend. Ich dachte, ich würde meine Familie bald wiedersehen. Beschämt fühlt er sich heute, wenn er an die Zugfahrt denkt. Dort herrschte, so erinnerte er sich, eine freudige Stimmung. Dass er seine Familie nicht wiedersehen würde, konnte er sich damals nicht vorstellen. Seine Eltern und die Schwester Henny wurden am 19. Oktober 1941 mit dem ersten Transport von Frankfurt aus nach Litzmannstadt Lodz deportiert, so wie Siegfried Würzburger auch. Von England aus gelang es Felix Weil im April 1945 in die USA auszuwandern, wo er heute noch lebt. Als amerikanischer Soldat kehrte er 1946 nach Deutschland zurück. Diese Rückkehr in seine Heimatstadt war für ihn sehr bewegend. Und wo haben Sie mich hingeschickt? Zurück nach Deutschland. Und wo haben Sie mich in Deutschland hingeschickt? Gerade zurück nach Frankfurt. Das war eine dramatische Erfahrung für mich, dort anzukommen und die zerstörte Stadt zu sehen, all die Ruinen und die hungrigen Menschen. Ich wusste nicht, ob ich glücklich oder traurig sein sollte. Bis zum Main konnte man blicken, erinnert sich der frühere Frankfurter. Felix Weil kam mit dem Zug am Hauptbahnhof an. Dort, wo er seine Familie 7 Jahre zuvor das letzte Mal gesehen hatte. Was ging in ihm vor, als er erfuhr, dass seine Eltern und die Schwester ermordet worden waren?
Die sind also die Menschen, die meine Eltern ermordet haben? Dies sind die Menschen, die mein ganzes Leben erschüttert haben. Ich hatte sehr gemischte Gefühle. Was sollte ich tun? Soll ich ein Gewehr holen und einfach 3 Deutsche töten als Ausgleich für den Verlust meiner Angehörigen? Diese Gedanken gingen mir viele Male durch den Kopf. Seit den 90er Jahren kehrt Felix Weil mehrfach wieder nach Frankfurt zurück. Es ist ihm ein wichtiges Anliegen, seine Erfahrung an Jugendliche weiterzugeben. Zitat: Ich will alles tun, um die Jugend aufzuklären und ihr helfen zu verstehen, dass der Holocaust nicht einfach eine Seite im Geschichtsbuch ist. Dass der Holocaust nicht einfach eine Seite im Geschichtsbuch ist, dies ist ein wesentliches Anliegen der Arbeit des Projektes Jüdisches Leben in Frankfurt. Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns daher intensiver mit den Kindertransporten. Das Buch Rettet wenigstens die Kinder war ein Zwischenschritt. Die Lebensberichte von Max Mader und Werner Rothschild sind in der Zwischenzeit auf der Webseite des Vereins veröffentlicht. Weitere werden folgen. Und viele Fragen bleiben noch offen. So wird uns neben den Biografien der Kinder vor allem die Rolle der Hilfsorganisationen noch weiter beschäftigen. Fahrt aufgenommen hatte das Kindertransportprojekt dank Renata Harris. Sie hat mit ihrer Hartnäckigkeit den Anstoß dazu gegeben, dass sich das Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt für ein Denkmal zur Erinnerung an die Kindertransporte stark gemacht hat. Mit Erfolg. Inzwischen ist das Vorhaben weit fortgeschritten. Wir freuen uns, dass Anfang September das Denkmal in der Kaiserstraße eingeweiht wird mit Blick auf den Hauptbahnhof und eine Ausstellung über die Rettung der Kinder in der Nationalbibliothek eröffnet wird. Und nun hören wir zum Abschluss noch einmal Angelika Nebel mit Siegfried Würzburgers Fuge über Kolnitre. Musik.